Ja, hallo Leute, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Und normalerweise sollte jetzt ein Video kommen mit meinem neuen Auto. Das kriege ich aber erst am Freitag und deswegen zeige ich mal, was ich im Moment habe. Das ist ein Peugeot Kombi, der vorherige Honda HR-V. Kann man campen damit, gar keine Frage. Aber warum ich mich eigentlich für einen Hochdachkombi entschieden habe, das werde ich euch jetzt hier auf dieser kleinen Wandertour mit meinen Hunden erzählen. Ich gehe erstmal irgendwo hin, wo es ein bisschen leiser ist, weil hier unten haben wir direkt die Straße. Und ja, die zwei Hunde sind am Start. Nummer 1 und wo ist der Kleine? Nummer 2. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich und dann erzähle ich euch mal, was ich eigentlich vorhabe mit diesem Hochdachkombi Minicamper. Bis gleich. Wir sind jetzt ein bisschen spazieren gegangen und ich möchte jetzt mal ganz kurz erklären, warum ich diesen Camper eigentlich ausbauen möchte. Oder ich fange mal damit an, welches eigentlich ist. Ich habe mir den Ford Tourneo Connect gekauft, 1,5 TDI. Ich blende es mir irgendwo gerade ein und ich zeige mal ein paar Bilder und ein kleines Video von der ersten Begutachtung von dem Auto, oder zumindest von der Probefahrt. Ich bin jetzt schon einige gefahren und ich muss sagen, der hat mich am meisten angesprochen. Der ist von der Verarbeitung gut, solide. Das ist ein Automatikfahrzeug, das ist ein Diesel, man hat wirklich viel Platz. Ich habe mich da gefühlt, wie wenn ich in einem Wohnzimmer sitze oder zumindest mal in einem Zimmer was fährt. Das ist völlig krass gewesen. Bei einem Dogger, den bin ich vorher gefahren oder meine Woche vorher, und das hat sich angefühlt, ich will nicht sagen billig. Ich meine, man muss überlegen, der Preis, ne, und was man dafür kriegt, das ist ein tolles Fahrzeug, ja, ganz klar. Aber das war nicht so stimmig für mich, sagen wir es mal so. Genau, es war nicht so stimmig. Hat mir nicht gefallen so. Ich hätte ihn gern gekauft, ich habe meinen Kaufvertrag schon gehabt, aber ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass das nicht zustande kam. Genau. Also wie gesagt, ich blende es mal ein, den Ford Tourneo Connect. Das wird er sein und der steht jetzt noch beim Autohändler, den kriege ich jetzt am Freitag. Und dann fangen wir an, den auszumessen. Das wird nämlich das nächste Video sein, dass der ausgemessen wird, wie hinten die Ladefläche bzw. wenn die Sitzbank raus ist, die Liegefläche sein wird. Genau, was habe ich damit vor? Das wollte ich mal noch ganz kurz erklären. Es ist so, wer auf meinem Kanal ein bisschen stöbert und ein bisschen nachguckt, ich meine, das ist nicht irgendwie mega ultra Content, das ist halt mein, ich sag mal, Fototagebuch, Videotagebuch, es ist meins und es ist nur für mich eigentlich gewesen. Und der wird feststellen, dass ich halt sehr viel draußen unterwegs bin, mit anderen Hunden, ich gehe wandern, ich gehe spazieren, ich gehe geocachen, ich mache hier mal ein kleines Abenteuer mit dem Hund und immer ist mein Hund und ich gemeinsam unterwegs. So, wir haben jetzt geschlafen irgendwann ich glaube letztes Jahr im Juli, das letzte Mal, in einem Zelt haben wir da geschlafen und es ist okay, Zelt ist okay, aber langsam, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil ich musste wirklich aufpassen auf den Hund, die rennt nicht weg, die ist immer da, macht doch keine Dummheiten, aber man weiß ja nie, ne? Und da habe ich mich immer dafür entschlossen, so jetzt gehe ich aktiv auf die Suche. Ich bin seit wann, aber mal locker 10 Jahre, aber mit Sicherheit ganz locker 10 Jahre. Wer mit dem Thema Minicamper da ein bisschen sich befasst und ein bisschen YouTube guckt, der wird sehr schnell an dem René Krähe nicht vorbeikommen. Ne? Das ist so ein bisschen der Vorreiter und der hat halt diese ganze Sache mit Minimalaufwand einen Camper zu bauen ins Leben gerufen. Hat mir schon immer gut gefallen und ich dachte mir immer, weil er war mit der Bärbel und mit dem Hund unterwegs und hat mir immer wirklich gut gefallen. Da dachte ich mir, wie cool muss das sein, du bist mit dem Auto unterwegs, mit dem Hund, kannst gechillt da deinen Tag verbringen, kannst was unternehmen, bist mit dem Auto unterwegs. Da habe ich gedacht, komm, irgendwann kaufst du meinen, irgendwann. Und jetzt war halt der Zeitpunkt da gewesen und ich brauche den wirklich als Base. Es ist einfach eine Base, nichts anderes. Ne? Ich möchte drin schlafen, ich möchte drin nicht unbedingt kochen, das ist nicht so mein Plan. Aber windgeschützt sein, zu schlafen, ich kann die Tür zumachen und ich kann dann entspannt schlafen. Im Zelt, entspannt schlafen in Anführungszeichen wegen dem Hund. Ja? Im Zelt war das nie so richtig möglich, weil ich immer das Gefühl hatte, da draußen ist irgendwas. Und also zumindest für den Hund, der hat dann immer reagiert. Mir persönlich ist es völlig Hupe, ob da draußen ein Reh rumläuft oder ein Wildschwein. Aber der hat halt immer dann nervös geguckt und das war nie richtig schlafen. Ja, da sind wir halt spät ins Bett, sind sehr früh aufgestanden und war alles cool, ist auch alles schön.
Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, nee, wir brauchen halt was anderes, einen anderen Unterschlupf, den wir auch wintertauglich machen können. Und das ist ein bisschen der Plan. Wie soll es aussehen? Wie geht es jetzt weiter? Der nächste Schritt wird sein, ich bekomme den am Freitag und ich mache dann ein Unboxing. Kann man das Unboxing nennen? Nee, kann man so nicht nennen. Aber ich zeige euch schon wieder das Auto im Detail, wie es aussieht, was da drin verbaut ist, wie das momentan aussieht, wie groß das ist. Und das Wichtigste, was ich nirgends im Internet gefunden habe, oder zumindest bei YouTube, sind die Maße von der Ladefläche. Da findest du nichts. Nur irgendwelche Zeichnungen, irgendwelche Zeichnungen. Du findest da nirgends, wo jemand einen Meter hinlegt und sagt, okay, von da bis da, legt sich rein, damit du eine Vorstellung hast, wie groß, oder einen Meter hat jeder zu Hause, 2 Meter, kann man reinlegen und dann kann man sehen, aha, das ist also so lang, damit man ein Gefühl dafür hat, wie groß ist denn dieses Auto überhaupt, die Ladefläche. Na? Das ist der nächste Schritt, werden wir auf jeden Fall mal ausmessen, das wird gemacht und das werden wir, denke ich, bei einer Wanderung machen. Ja, ich habe eh mal alles dabei. Und wir machen uns mal den Kopf langsam, wie wir das angehen mit dem Ausbau. Da gibt es ja die Campingbox und es gibt ja die Variante vom René Krea mit den 2 Boxen rechts und links mit der Küchenzeile. Ich brauche keine Küchenzeile, aber das muss halt überlegt werden. Was macht man, ne? Bevor ich jetzt hier irgendwas hier mir da aus den Fingern sauge, das ist alles schon da, das hat sich alles bewährt, also warum soll ich was Neues anfangen, wenn es schon Bewährtes gibt. Ne? Deswegen, das ist der nächste Schritt. Da nehme ich euch mit und da würde ich sagen, das nächste Video ist dann auf jeden Fall das Fahrzeug, was vorgestellt wird, mit Maßen, mit technischen Daten, mit Angaben und so weiter und so fort. Ich würde sagen, lasst euch gut, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.